Ich habe das nächste Jahr ja durchgeplant, das ist ja Fabrikbau, soweit wisst ihr wahrscheinlich Bescheid durch die Livestreams. Ne? Das heißt, eigentlich sollte mein Zenit sein, dass ich diese Fabrik baue. Um das kurz abzuhören, weil viele das noch nicht wissen, wir produzieren schon immer dort, aber jetzt halt in neuen Hallen, die man nach außen dann zeigen kann, weil vorher war das große Lebensmittelfabrik, die auch für andere Lebensmittelfirmen arbeitet. Da wird der Sekt-Plus-Teil abgesondert, da wird eine Kooperation gemacht. Und das sollte eigentlich mein Zenit werden und damit wollte ich auch aus der Öffentlichkeit verschwinden. Das, was ihr gerade auch durch die Blume sagt und was halt jeder sagt, auch jeder Mitarbeiter hier sagt halt, dass Sekt-Plus wahrscheinlich einbrechen wird zum Umsatz, wenn ich gehe. Für mich persönlich war da trotzdem der Entschluss, fix zu gehen. Ich habe das bei Charo auch gesagt, dann Charo sagt, schreibt in die Kommentare, soll bleiben. Weil Charo das genauso sieht. Charo meint, du kannst nicht gehen, dann ist Sekt-Plus nicht mehr Sekt-Plus halt. Ne? Der einzige Grund, das doch nicht zu machen, ist halt, ich habe mir halt für mich selber ausgerechnet, irgendwie, wenn ich gehe und Umsatz kriege ich einen Scheiß drauf, Hauptsache ich habe mal wieder ein Privatleben. Aber natürlich hängen davon auch dann in der Fabrik und hier, wie ich letztens nochmal, weil ich mit dem Volkswagen geredet habe und Stadtrat gemerkt habe, echt über 100, weit über 100 Arbeitsplätze dran. Insgesamt, ne? Mit allem drum und dran, so Freelancer und Fabrik und so. Deswegen wird das eine sehr schwere Entscheidung und ob ich es dann doch schaffe, weiß ich nicht. Ich habe das letztes Jahr komplett fest entschlossen, 1000% zu gehen, das war so 1 Million% fix, weil einfach so die Ekelhaftigkeiten der Szene mich so angekotzt haben. Jetzt muss ich sagen, seitdem ich mich noch ein bisschen geändert habe, ne? Früher war ich immer im Recht, aber ich bin extrem ausgerastet, habe sehr viel Shitstorm bekommen und sehr viel Feinde gehabt dadurch. Jetzt habe ich es geschafft, irgendwie so in den letzten 2 Jahren in mich zu gehen, zu reflektieren. Sachen, zum Beispiel so ein Inscom-Team-Gabe-Sache als Beispiel, da wäre vor 2 Jahren, wäre ich schon nach 1 Monat Verhandlung ausgerastet. Jetzt habe ich mir erst 3 Monate noch gegeben und ein bisschen souveräner und im Livestream bin ich so ausgerastet, aber nicht so wie früher. Früher hätte ich die von oben bis unten. Vielleicht deswegen kommt weniger, also ein bisschen weniger Hate oder halt, weil ich mir schon einen Namen gemacht habe. Ich sollte auch denken, okay, lass den ein bisschen in Ruhe, kann auch sein. Ich bin so hin und her natürlich gerissen zwischen, dass ich immer noch gehen will, weil es betrifft dein Privatleben halt extrem, was ich meine. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Abend wie hier, ist natürlich cool, aber sehr cool sogar, aber ich habe das halt jeden Tag, ne? Jeden Tag nachts streamen, immer nachts, immer da unterwegs. Ich bin auf jeden Fall schon in Story, wie ihr wisst. Jetzt mal Julian Zito als neutrales Beispiel. Ich hasse den und so, der ist für mich ein Fake, aber als neutrales Beispiel, der hat einen Tagesablauf. Der geht um 16 Uhr ins Studio, dann nimmt er seine Scheiße auf, das ist geskriptet und um 17 Uhr ist Feierabend. Und wenn er in Urlaub fährt, wahrscheinlich, wie ich euch gesagt habe, chillt der mit den Leuten nicht privat. Es ist jetzt so bei Tim Gabel und Nico, haben mir viel geschrieben, boah, hoffentlich kriegst du keinen Herzinfarkt. Das war nicht ganz so schlimm für mich, wie das für die Leute rüberkam, weil ich dran gewöhnt bin an Scheiße. Das ist einfach, wenn du immer Scheiße hast, dann bist du halt gewöhnt. Aber es ist schon so, Tobi kann das bestätigen, das geht halt nächtelang. Und mein Kopf ist gefickt und rattert. Und wenn du auch mit Leuten in den Krieg ziehst, wie zum Beispiel MyProtein und Biotech, die Leute haben das gar nicht so wahrgenommen, das sind schon echt mächtige Gegner. Und du bist halt, wie ich euch schon gesagt, auch paranoid, du bist immer auf der Hut, du musst dir jede Sache merken. Das wird in der Öffentlichkeit, wenn du polarisierst, sag ich mal, bist du ja immer so, kennst du Helene Fischer, die chillt dir einfach, weißt du, ohne jetzt auch wert zu sein, macht ihr Auftritte und dann hat ihr Privatleben, denke ich mal. Das ist so getrennt. Bei mir ist halt, gibt's kein getrennt. Arbeit ist sehr bloß, ich habe das Logo tätowiert. Aber, ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe zu gehen. Also ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe. Letztes Jahr war das komplett fix und jetzt ist so in meinem Magen so, dass vielleicht doch nicht. Eigentlich will ich schon. Wenn ich so mit mir alleine bin, dann sag ich, okay, ich gehe. Wenn mir dann halt viele Leute wie ihr sagen, ey, du musst bleiben und ohne dich sehr gut, was du jetzt gesagt hast, dann regt mich das zum Nachdenken an. Aber ich habe noch ein Jahr Zeit, das zu bedenken. Aber ich habe eigentlich geplant zu gehen mit der Fabrik und dann halt, weil du Zukunft fragst, hatte ich eigentlich vor, ein Buch zu schreiben, weil ich habe ein Angebot gehabt, das habe ich schon abgelehnt. Wo ich halt wirklich so richtig von Jugend mit Therapie, mit auch wirklich Hintergrund aus der Szene und wirklich so, was ging bei Biotech im Hintergrund ab, was ging bei anderen Firmen im Hintergrund ab, weißt du? So, weil dann bin ich aus der Öffentlichkeit raus, ich laufe dann zwar immer noch rum, aber dann kann man so ein bisschen mehr auspacken, was halt so, natürlich musst du ja die Namen eh faken vielleicht, also außer du hast die Gerichtsverfahren gewonnen, aber gibt es ja Sachen, die nie verhandelt wurden. So ein bisschen nochmal Hintergrundwissen, was ich noch zurückgehalten habe, oder mit einem großen Video gehen, wo ich alles sage, habe ich mir auch schon überlegt. Ich musste gucken, ich bin für die Nachfolge, ich werde keine Ahnung, ich will auf gar keinen Fall jetzt mit 45 noch vor der Kamera sitzen, weil dann wird es irgendwann albern, glaube ich. Guck mal, jetzt wird langsam grau, oben wird grau, Gesicht sieht schon älter aus. Irgendwann ist ja sowieso mein Zenit, das heißt, irgendwann, selbst wenn ich jetzt noch weitermachen würde, gut, man weiß nicht, eigentlich habe ich mir so Dr. Trey-mäßig vorgestellt, ne? Dass du halt gehst, aber bleibst du, indem du halt skriptest, ne? Indem du halt deine Message, also ich wollte ein bisschen nächstes Jahr alles sagen. Dann noch das Buch vielleicht machen und dann quasi über die Testimonials was sagen. Das heißt also, dass ich, wenn ich zum Beispiel in der Fabrik will ich immer Videos drehen, wie produziert wird. Und dann könnte ich zum Beispiel mir vorstellen, als Gast trotzdem dabei zu sein. Dann ist auch nicht schlimm, wenn ich ein Alt und vielleicht so einen Chemikerkittel anhabe, weißt du, ne? Dass ich aber vielleicht nicht mehr der Matthias Clemens bin. Nachfolger wäre geil. Er wird sich vielleicht ein bisschen anbieten von der Schnauze her. Wäre cool, Nachfolger, aber es würdest du keinen finden, weil ich muss es ja trotzdem für ein Skripten, weißt du, ne? Dass jetzt so ein Minimi von mir plötzlich erscheint, das kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, weißt du, ne? Wäre natürlich krass, dass der Patient, kann vielleicht sein, der es noch besser kann. Nach dem Video bitte keine Bewerbung schicken, das nervt ein bisschen. Ich schwöre, ich kriege so 200 Nachrichten am Tag, ich sage, ich bin genau wie du, ich kenne deine Geschichte, ich will das auch machen. Also wird das nicht funktionieren, ne? Das müsste schon jemand sein, der mit mir jahrelang unterwegs ist im Prinzip, wo ich das sehe. Aber ich finde, das kannst du auch keinem zumuten, weißt du, meine? Stell dir mal vor, ich würde jetzt einem zumuten, mach jetzt Video gegen den und den, der opfert jetzt, also der hat ja auch Probleme dadurch, weißt du, meine? Das ist auch schwer. Ja, weil so Dr. Trey-mäßig, der macht es ja gut, so, dass man halt sozusagen alle 3 Jahre den mal sieht
und dann produziert er ein Album. So habe ich es mir vorgestellt. So vom, nicht, dass ich Dr. Dre bin oder so. Der ist natürlich nochmal krasser, aber dass man so aus dem Hintergrund arbeitet, aber man weiß, welches Album hat der produziert. Ne? Dass man halt sozusagen wüsste, okay, jetzt geht irgendwie der und der vor die Cam. Das ist doch nicht Matthias Clemens, aber es ist sein Mindset oder sein Spirit oder ich habe es geskriptet. Aber es ist alles Zukunftsvision und dann hast du gefragt, in 14 Jahren, keine Ahnung, ne? So Gott will, leben wir noch alle und geht es uns gut und wir sind gesund. Ich meine, ich bin jetzt 36 im nächsten Monat, das heißt in 7 Jahren bin ich über 40, in 14 Jahren bin ich genau 50. Auf der anderen Seite Azad und Kool Savas sind, glaube ich, auch schon 50 und sind trotzdem fresh, weißt du, ne? Also man wird ja jünger heutzutage. Es ist nicht mehr so, dass man so, also früher hätte man gesagt, wenn du mit 40 noch rappst, bist du alt. Jetzt, wie alt ist Savas? Ist er 50? Also cool, Savas, wenn du unter 40 bist, tut mir leid, ne? Das war keine Beleidigung. Aber wenn Bushido schon über 40 ist, müssen die Jungs 50 knapp sein, weißt du, ne? Und Azad sehen beide jünger aus, weißt du, ne? Man wird ja auch jünger halten heutzutage. Ich hoffe, dass nicht so, dass jetzt, wenn die jetzt jünger sind, morgen Rap-Update bericht gegen uns alle fünf. Die sind auf jeden Fall schon alt. Weißt du, was ist? 45, glaube ich. Ja, aber okay, aber 45. Früher war, weißt du, als meine Eltern 45 waren, waren die für mich alt. Und Savas ist für mich wie ein 30-Jähriger vom Style. Das ist also ein Lob gewesen gerade. Ich dachte halt, die wären wesentlich älter als Bushido, das ist schon über 40. Nein, kann ja sein, dass ich da noch, 14 Jahre ist schwer, ja? Ich kann es ja nicht sagen. So, Hauptsache gesund erstmal in der Zeit, ne? Hauptsache, okay. Wichtigste ist, alle Mitarbeiter sind da. Ob man diesen Hype halten kann, keine Ahnung. Ich glaube, muss man nicht. Es wird, glaube ich, irgendwann noch keinen Hype mehr geben. Außer das Buch wäre 100% ein Hype und das, glaube ich, wäre dann aber auch so ein legendärer Hype. Weil zum Beispiel, wenn ihr jetzt neue Marken oder alte Marken seht, ihr könnt ja selber auch darauf antworten dann. Wie zum Beispiel Coca-Cola, die haben ja gar keine Werbung mehr. Die haben ja nicht mehr einen Hype, weißt du mal, ne? Red Bull hat ja mal einen Hype gehabt, ne? Autofahren, Motorrad, der ist aus dem All gesprungen. Jetzt sind die einfach etabliert. Deswegen glaube ich... irgendwie präsent mittlerweile, dass man eigentlich gar keine Werbung mehr. Genau. Ich glaube halt, es würde laufen ohne mich oder auch ohne Rapper, ohne alles mittlerweile, weil es omnipräsent ist. Aber ich glaube schon, dass... am meisten doch Ausnahmen bin ich als Person, aus dem einfachen Grund, ohne arrogant zu sein, weil es halt, ich bin halt der Einzige, der trotzdem noch einen Mehrwert bricht. Das heißt, wenn jetzt Ashwagandha rauskommt, bin ich der Einzige, der genau die Wirkung erklärt. Weil wir jetzt CBD wäre nicht so ein, also bei uns, das meint ist das Einzige, was ich meine, die oder jetzt die Raps zum Beispiel. Dann poste ich immer eine Story. Es ist schwer, ehrlich gesagt, ne? Weil A, omnipräsent, oder meinst du jetzt omnipräsent, oder meinst du, wenn ich noch ein Jahr durchziehe und so ein Plateau erstelle, dass es irgendwann so omnipräsent ist? Was war deine Meinung? Denkst du, es ist jetzt schon soweit? Nee, oder jetzt noch nicht so weit. Okay. So jetzt aber ehrlich, jetzt nicht sagen, mich zu loben oder irgendwas zu loben. Also für Omnipräsenz musst du ja richtig krass im Game sein. Ja. Also über Jahrzehnte. Das genau. Ja. Von heute auf also sagen wir, wenn wir sagen, in 7 Jahren, dann sind 14 Jahre rum, dann können wir von Omnipräsenz sprechen. Ja. Du studierst ja Marketing, hast du vorhin gesagt. Ja. Ne? Habt ihr das Thema thematisiert? Ja, so ähnlich. Und? Also deswegen ist das auch so interessant. So deine Züge, die du hast, sind eigentlich genau das Gegenteil von meinen Lehrbüchern. Aber trotzdem bist du erfolgreich und trotzdem sind die anderen Firmen mit ihren Dingern auch erfolgreich. Ja. Das ist eigentlich das. Ja, nicht alle, es gibt welche mit meiner Art unerfolgreich und andere auch, aber du hast recht, was du sagst. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt, das habe ich auch letztens mit Flair besprochen. Da ging es nämlich darum, also A, um Fanbase, das war ein anderes, mit dem anderen gesprochen. Und zwar, mich schreiben halt immer Marketinglehrer an und sagen, dass sie sich halt in den Marketingvorstellungen meine Videos angucken, weil es halt genau gegen den Strich ist. Also gegen das, scheiße, ich habe Kontakt verschoben, scheiß drauf. Gegen das, was die Lehrbücher unterrichten. Und das ist ja der Sinn der Sache. Aber das ist ja Sekt Plus. Quasi alle anderen Entrepreneure, wie die dich nennen, die Spastis, machen ja genau das, was sie gelernt haben. Ne? So da nett sein, Geld zeigen, damit du das Geld zeigen ist zum Beispiel auch, das hat den Grund. Ne? Das machen die, weil die Menschen wissen, die Menschen sind oberflächlich. Ein oberflächlicher Mensch wird gelockt dadurch, dass du Geld zeigst. Okay, der hat Geld, ich kaufe das auch. Das ist der einfache Trick. Das ist komplett geskriptet. Also, das ist, also A, die haben auch einen kleinen Penis, ne, kann man ja laut sagen. Die brauchen das auch für ihr Ego. Aber ansonsten ist das auch wirklich ein Marketing-Move, um zu zeigen, ich habe Geld, ich bin was, willst du das sein, kaufst das auch. Und bei mir ist halt das Gegenteil. Aber ich lebe ja auch. Ich habe hab mich heute kennengelernt. Bin ich anders als zur Kamera? Also, ich, wie jetzt Penis hat, habe ich schon 10-mal gesagt. Das ist hier Dings. Der könnte mein Unfahrrads-Nachfolger werden, der Kleine. In seiner Art. Nein, aber was soll ich sagen noch? Guck mal, ich sage euch eine Taktik, ne? Die habe ich letztens erfunden. In dem Wolfbeef, habt ihr den gesehen? Ja, klar. Okay. Der Typ hat ja quasi mich analysiert und dann taktisch einfach scheiße geredet und meine Triggerpunkte erkannt, ne? Mich sauer machen. Er hat ja eigentlich gar nichts gesagt in 2 Stunden. Und ich habe einfach argumentiert, bis ich wütend wurde und habe mit 48 hat er die Oberhand gewonnen, weil er mich einfach tot getriggert hat. Hat er das auch so gesehen? Ja. So habe ich das empfunden. Nachträglich habe ich mir gedacht, okay, das ist das Problem, dass der Typ ist ein ne? Das ist jetzt abmannfähig, mir auch scheißegal. Der ist natürlich, das heißt, er hat keine Emotionen. Wenn er meine Irre bezahlt, weil er ist sauer. Wenn ich seine, nicht. Ne? Und ich habe mir das einzige Mittel gedacht, einen Psychopathen in die Enge zu drängen, ist nämlich aggressiv zu gucken, weil der Psychopath hat keine Empathie. Das heißt, er kann nicht switchen. Er kann nur, das hat mir auch ein Rapper erzählt, das ist auch so, die Welt spiegeln. Wenn du keine Emotionen hast, kannst du die Welt nur spiegeln. Also ich sehe was an, wenn ich keine Ehre habe, sehe ich nur, wie verhält man sich ehrenhaft? Ne? Und wenn ich ihm dann sozusagen, das ist mein neuer Trick, übrigens, falls ein Psychopath mir anlegt, ich habe wirklich jetzt auch für Psychopathen die Antwort,
aggressiv gucken, danach nicht reden. Weil der Psychopath, weil er nicht so schnell spiegeln kann, meiner Meinung nach, wird damit überfordert sein. Das heißt, ihr müsst diesen Beef nochmal machen, würde ich einfach aggressiv gucken, ganz lieb reden. Und dann wird er, dann, weißt du, was ich meine? Dann würde er denken, okay, jetzt aggressiv, jetzt muss ich noch mehr triggern. Und wenn er dann triggert, läuft er in die Falle rein. Und der Mann, also Christian Wolf, hat 100% die 48 der Macht angewendet. Er hat NLP angewendet und die 48 der Macht. Aber du hast recht, ich war da scheinbar noch nicht so weit, das so zu durchschauen. Ne? Weil ich glaube, ich habe noch den Psychopath-Modus von denen. Julian Zietlow ist auch so psychopathische Züge. Das heißt, das hätte ich noch durchschauen müssen. Aber ich habe eine kurze Frage, aber ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Was war so das teuerste Testimonial, was ihr so bei 6 Plus hatte? Das kannst du so nicht sagen, ehrlich gesagt. Das war ja zeitenbedingt, was ich meine. Das ist, die Zeiten wurden einfach anders. Das ist so, jetzt werden natürlich alle denken, Bushido, weil er mal da war. Und, aber es ist so, das Ding ist ja, wir rechnen immer in Leistung, was die Leute machen, was ich meine. Das heißt also, der eine hat mehr Geld bekommen, hat aber auch mehr Leistung gebracht, hat vielleicht einen Blog auf unserem Kanal gemacht. Das kann man nicht mehr so rechnen. Plus die Zeit wurde die ganze Zeit verändert, es wird immer teurer, teurer, teurer. Da siehst du zum Beispiel, wie Tim und Nico, wie ich, das habe ich euch vorhin erzählt, kann ich auch hier sagen, plötzlich kamen so Gamers-Firmen, die einfach achtfache Marge haben wie jede normale Firma und haben mehr bezahlt. Und plötzlich wurden Leute gieriger. Aber wir bei 6 Plus holen die Leute dann einfach gar nicht, weil wir es nicht nötig haben. Das hieße also, denke ich, wenn wir jetzt in der heute starten würden, ne, denke ich, dass mit den Margen, die wir haben, das gar nicht mehr zu finanzieren wäre. Weißt du, ne? Und jetzt wegen teurer und Dings, ich würde es auch nicht sagen, ehrlich gesagt, bin ich auch ehrlich, aber man kann es auch nicht rechnen, Tobi, ne? Weil der eine hat mehr bekommen, hat aber dann 2 Blogs gedreht, ne? Dann waren zum Beispiel die Bestbezahlten natürlich die großen Rapper, das ist ja logisch, kann man ja ehrlich sagen, aber die haben auch mehr gemacht als die anderen. Und dann kannst du so rechnen, wenn den Mehrwert, den wir gebracht haben, wenn das jetzt direkt vergleicht, mit manchen Influencern, die nur kurz dabei waren, die wir auch dann nicht so gut fanden, weil wenige kurz dabei waren, war das in dem, also im Endeffekt war Phil Bane der teuerste, wenn du das so rechnest. Ja, ich schwöre, Phil Bane war so gesehen der teuerste. Der hat gar nichts geleistet und hat uns die Scheiße vollgekackt, die Bude vollgekackt, hat den Shop geklaut, wenn du das so rechnest, war der teuer. Weißt du, was ich meine? Aber das hat sich dann wieder gelohnt. Das hat sich natürlich sehr gelohnt. Also der Shop lief danach brutal nach dem Diss. Das, ich meine, Tim und Nico hat sich jetzt auch gelohnt, aber es war Zufall halt. Ne? Also das war natürlich besser wie 1,5 Millionen Klicks, danke Inscope an dieser Stelle. Der wollte selber für 80, Inscope war der erste, das kann ich euch live erzählen. Der erste, der so frech war, das habe ich im Video entfallen, gut, dass ich nochmal nachkriege in Inscope, der wollte die Sekunden auf YouTube bezahlt haben. Weißt du, meine? Also, zum Beispiel, egal welcher YouTuber hat gesagt, ich mache ein 6 Plus Video. Ob das jetzt 3 Minuten dauert oder 8 Minuten, hat noch nie interessiert, da wurde noch nie drüber geredet. Und ganz ehrlich, ich war ja auch schon in Videos von Leuten, habe denen geholfen, habe ich auch nicht die Sekunden berechnet. Weißt du, meine? Der hat wirklich gesagt, das ist kein Witz bei dem neuen Deal, das hätte ich echt noch sagen müssen, dafür mache ich 8 Sekunden Werbung in einem Video. Jetzt, diese beiden Dinger haben, glaube ich, 50 Millionen Minuten wurden gestreamt. Ne? Wenn wir also deine 8 Sekunden ins Scope rechnen würden, auf diese 50 Millionen Minuten, ich hätte dir 1 Milliarde geben müssen. Was ich meine? Wirklich so. Und das wäre für mich, hätte ich diesen Deal so angenommen, der albernste Deal ever gewesen. Weil das hat noch nie einer verlangt, oder? Also bei uns sind eigentlich, und es ist auch wirklich, der vorhin auch schon privat erzählte euch, freundschaftliche Verhältnisse. Wenn einer keinen Bock auf mich hat, dann soll er nicht bei 6 Plus sein, sage ich immer. Aber das checkt man ja, glaube ich, nach außen. Und alle, die da sind, haben Bock und auch manche, die manchmal eine Zeit lang nicht da sind, sind trotzdem meine Freunde. Und das hat noch keiner gebracht, dieses Sekundending vorzulegen, außer Inscope. Nicht mal Tim hat das gebracht, im selben Deal, ne? Nur Inscope hat gesagt, später meinten die ja, sie haben kurz thematisiert, mindestens 8 Sekunden, aber ich bin mir sicher, in dem Vertrag stand 8 Sekunden drin. Das ist halt so, wenn jemand dir sagt, oder ihr könnt eure Meinung nachher sagen, ich mache 8 Sekunden Werbung, wie kann die authentisch sein? Weißt du? Entweder ich rede jetzt über Telanin und sage, ich finde das wirklich gut und das dauert 3 Sekunden. Oder ich sage in einem Shoutout, ich habe mir gerade eher Ask, das dauert nur 3 Sekunden, aber dann ist es echt. Wenn man aber gemünzt jeden Monat 8 Sekunden Werbung macht, aber ist es geskriptet. Aber ich sage, die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen nimmt ja auch ab. Da reicht doch manchmal einfach so ein 8 Sekunden Ding. Nee, darum geht's nicht. Man sagt, okay, das ist Sinn und weiter. Aber es geht ja nicht darum, ja, sag du? Ich glaube, es geht eher darum, dass er explizit sagt 8 Sekunden. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, allgemein würde eigentlich 8 Sekunden. Ja, klar. Einmal Zeit, das ist, sie hatten auch schon weniger, ne? Der Mäus macht manchmal so das beste Beispiel, einfach nur einen Witz in seinem Video. Und natürlich ist der Witz noch krasser, der eine Sekunde dauert, aber das festzulegen als Deal, das war halt so abtörend, weil wir kennen uns 5 Jahre, wir haben so voneinander gemacht, jetzt macht mir Sekunden, sag doch einfach, ich mache ein Video. Ich hätte eh niemals nachgeguckt, wie viele Sekunden. Ich hab, bevor er es gesagt hat, gar nicht drüber nachgedacht. Kennst du das? Ich habe vorher gar nicht nachgedacht, macht jemand Sekunden, haben wir das jemals, sondern er hat das thematisiert. Was ich meine? Da merkt man auch, wie die drauf sind, so vorher schon alles skripten, 8 Sekunden ja, alles festlegen, so ja, im Voraus alles planen für sich selber. Genau, weißt für du? Die Werbepausen, die genau, weil die einfach dadurch, das fickt jetzt natürlich die beiden echt nochmal richtig in den Arsch heute hier, muss man sagen, aber haben die verdient einfach, weil danach nochmal, das siehst du einfach, weil ich glaube, die 8 Sekunden haben die gemacht, weil die plötzlich mit so vielen Sponsoren verhandelt haben, dass sie halt Zeitfenster brauchten, weißt du meine? Deswegen wollten die Storys reduzieren, deswegen wollten die mehr, weil ich habe jetzt auch geguckt, heute war Zahnweiß-Werbung vor 3 Tagen, der eine hat für
Zahnerhellung mit Gerät Werbung macht, der andere für Zahnerhellung mit Bambus. Was ist jetzt besser? Bambus oder dieses Gerät? Keiner weiß es. Nichts dagegen, weil diese Zahnerhellungsgeräte scheinbar sind ja am Trend und viele feiern das auch. Ich will keine von beiden Firmen kritisieren. Ich will nur kritisieren, dass beide gerade für eine andere Firma Werbung machen. Welches ist die bessere? Weißt du, ich meine? So, und das hätte dann mit Sekplus ja auch angefangen. Wenn die jetzt morgen zu, also mir am Telefon sagen, ja, wir haben von MyProtein ein besseres Angebot, dann heißt das ja auf Deutsch, habe ich erstmal, ist das mein Feind, klar, dass er gut zahlt. Aber auf Deutsch heißt das ja, uns juckt gar nicht, wofür wir Werbung machen. Weißt du, meine? Und gerade die großen Testimonials, die da sind oder da waren, könnt ihr euch vorstellen, wenn die es nicht nötig haben, dann müssen die schon von Herzen Werbung machen. Weißt du, meine? Weder einer von, also die wenigsten, die bei Sekplus waren, hatten es ja nötig, um diese, für das Geld zu machen. Das heißt, die haben da zum Produkt gestanden. Ne? Und das ist halt sehr verloren gegangen. Und deswegen nochmal Frage, Fazit. Früher war das halt ganz anders. Das war halt ganz anders. Und jetzt ist durch diese YouTuber aber, ne? Deswegen, da muss ich auch sagen, arbeite ich mit Rappern, weil die Rapper sind einfach in der Rap-Szene Sekplus so wie so ein Thron auch, ne? Wie so ein, wie soll man sagen, wie nennt man das? Trophäe. Dass man sagt, ich bin gerne bei Sekplus. YouTuber gibt es schon auch welche von Herzen. Jetzt zum Beispiel Erdem Charo. Also Charo hat im Video mir gesagt, sein größter Traum war Sekplus. Und das, dahin hat er hingearbeitet, YouTuber. Da hat er wirklich von Herzen ist er dabei. Und Erdem hat immer gesagt, er wollte zu Sekplus. Nur kam halt nie der Kontakt zu mir zustande. Und da sieht man auch, beide haben mich kennengelernt, kamen dann zu Sekplus und haben mir aber auch gesagt, ich wollte schon immer dahin. Das ist authentische Werbung. Und so Leute will ich haben. Und irgendein Inscope, der mir mit 8 Sekunden kommt. Oder auch neue, ich habe es dir auch im Auto erzählt, weil wir sind zusammengefahren. Ich habe gesagt, ich drehe mit keinem, den ich nicht persönlich mag. Ne? Das ist einfach so. Und deswegen abschließend, das gibt, du kannst das nie rechnen. So. Ich glaube auch, da ist ein bisschen Marketingkenntnis zu verbreiten, weil du studierst das ja, mit einem machst du mal Minus und einem machst du Plus, weil den Umsatz kannst du ja nie ausrechnen. Weißt du, meine? Kann sein, dass eine Video hat jetzt mehr geballert, macht 2 Millionen Klicks, dann hat er jetzt mehr Umsatz gemacht. Kann sein, ein Video floppt mal, mit dem, der hatte dieselbe Gage, hat keinen Umsatz gemacht. Weißt du, meine? Das ist so eine Balance quasi. Sonst noch eine Marketingfrage? Ich sehe schon deine Augen. Kommt bestimmt noch. Okay, sonst noch jemand Fragen? Wie lange habt ihr auf den Termin gewartet? 1,5 Jahre? Ja. Ihr seht, bei Sekplus, wir haben es nie abgesagt, wir hatten immer Bock, es zu machen. Aber es ist halt, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt Corona, dann kommt Tim Gabel und so, du kennt das. Aber es wurde wenigstens eingehalten. Ja, sowieso. Ja. Das ist ja klar. Wir machen noch ein zweites Jahr wahrscheinlich auch, weil die anderen nicht kommen heute. Noch Fragen an die Angeklagten? Und zwar kommen wir ganz nochmal zurück zu diesem Thema Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit? Genau, diese Aufrichtigkeit. Und so hat es einmal, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, du hast einmal gesagt, jeder, der mit meinem Protein zu tun hat, oder was mit ESPN, hat bei Sekplus keinen Platz. Ja. So mag ich nicht. Jetzt stell dir vor, auf der Seite von MyProtein oder wie, nehmen wir MyProtein als Beispiel. Ja. Gibt es Millennials oder Athleten, wie auch immer, dass die sich da nicht gut verstehen, ja, und die sich dann da quasi abtrennen und dann, wie soll ich mal sagen, so, da zu mir kommen aufrichtig abtrennen und dann so zu dir kommen, aber auf aufrichtige Art und Weise und dir wirklich erklären, warum sie da nicht wollen und auch genau darlegen, warum sie unbedingt zu Sekplus wollen. Ja. Würdest du dann überhaupt Zeit nehmen für diese Menschen? Oder? Ja, also zwei Sachen kann ich so sagen. Also erstmal, wenn es aufrichtig ist, schon. Ich meine, Ramona Valeria Alp hat einen Sponsorwechsel gemacht, der aufrichtig war. Habe ich ihr geglaubt und ist auch der Beweis. Sie war immer nur ein Jahr beim Sponsor. Hat dadurch einen schlechten Ruf bekommen bei uns jetzt seit 5 Jahren. Das ist ja der Beweis, dass das aufrichtig ist. Erdem war aufrichtig, wobei ich gegen seinen Sponsor jetzt gar keine Meinung, ist ein bekannter Sponsor gewesen. Also würde ich es heute machen. Jetzt haben auch schon welche angefragt, den ich abgesagt habe, weil ich die Aufrichtigkeit nicht geglaubt habe. Ne? Ich würde jetzt keinen Namen nennen, für die Leute jetzt nicht wissen. Aber manchen würde ich es glauben. Es gibt welche, denen ich auch glauben würde, dass sie dann halt gesagt haben, okay, ich war halt neu, die haben mir gutes Geld geboten, ich habe nicht so weit gedacht. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht mehr so radikal. Ich denke mir halt heute, ich kenne mal, es gibt sehr viele YouTuber, die bei Sponsoren sind, wo ich komplett die ficken könnte, dass die da sind. Aber mir denke, das sind voll die Pisser, die verdienen ein paar Euro, scheiß auf die. Weil früher so radikal bin ich nicht mehr. Weil zum Beispiel, jetzt gibt es 2 Biotech-Athletinnen, oder die waren damals Biotech, ich weiß nicht, ob die noch sind. Das war einmal Stefanie Davids und Eva Seischek. Stefanie Davids habe ich mal gedisst aus Witz, so ein T-Shirt mit Biotech drauf. Habe ich geschrieben, Inhalt geil, außen Schrott. Danach wurde ich verklagt. Dann habe ich mich bei ihr beschwert und meinte, ey. Ja, ja, und dann hat die gesagt, das war mein Sponsor, ich finde das selber scheiße und so. Ne? Was soll ich machen? Und dann habe ich mich mit ihr da ausgesprochen und habe gedacht, okay, die kann nichts dafür, weißt du? Und die hat mir dann auch erklärt, ich bin halt da als Athlet, ich habe damit nichts zu tun. Und dann hat sie mir gesagt, ich feiere dich sogar. Aber so schmeckt der Vertrag und so. Also ich will auch nicht mit diskredieren, aber bei Eva Seischek, die hat mich mal gedisst, weil sie dort war. Ne? Und ich habe das sehr übel genommen, diesen Diss, das war so ein kleiner Diss. Und habe die richtig gedisst und jetzt so übelsten Shitstorm bekommen. Ne? So einen richtigen Shitstorm. Und dann irgendwann haben wir uns ausgesprochen und dann hat sie gemeint, boah, das hat mich voll gefickt und so. Ich habe gesagt, ja, wieso hast du mich beleidigt? Dann hat die gesagt, ja, du hast bei YouTube bei mir kommentiert und mich beleidigt. Das bin ich. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt gar keinen YouTube-Account.
Und da habe ich dir gesagt, komm, wir machen das Thema trotzdem zu. War deine Schuld, habe ich gesagt, weil du hast auf einen Fake-Account geantwortet und mich beleidigt. Dann habe ich dich zurückbeleidigt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine Frau, Shitstorm. Ich habe dann trotzdem öffentlich gesagt, alles ist gut. Ne? Obwohl ich auch auf mein Recht hätte pochen können. Ich bin dann nicht mehr so radikal. Das heißt, ich verurteile die Athleten nicht mehr so lange, die ich wenigstens raushalten. Wenn aber einer da sagt, ja, mein Freund ist besser, Matthias lügt oder so, dann greift er mich direkt an. Weißt du, meine? Aber es ist zum Beispiel so, ich habe ein massives Problem mit Gamers Only. Ne? Aber Monte zum Beispiel, ich mag den, aber ich würde immer sagen, die haben uns auch eine F***. Also ich persönlich, aber er hat ja auch seine Meinung gesagt. Er hat ja einfach gesagt, er hat den Preis offen gesagt, ich finde es halt okay. Damit hat er nichts mehr falsch gemacht. Und er hat ja einmal mich der Lüge bezichtigt, das geklärt. Jetzt könnte ich mit Monte immer was machen, weißt du, meine? Jetzt wäre sogar zum Beispiel so ein Unterschied, würde jetzt Monte als Beispiel nur, ne, unser Plus-Shaker in die Kamera halten, wäre es nicht unauthentisch, weil er steht ja dazu schon vor da gewesen zu sein. Hätte jetzt aber Inscope das gemacht, wäre es Schlamperei, weil er jahrelang mit mir gegen was anderes stand. Weißt du, meine? Ja. Als Beispiel. Monte und Seklus, die wird er eh nicht machen, aber ich bringe nur so ein Beispiel. Das hieß also, es kommt darauf an, ob ich das authentisch begründen kann. Und dann ist deine Frage halt, wenn der Athlet mir das authentisch begründen kann, dann würde ich ihn annehmen. Ne? Wenn er aber sagen würde, ja, guck mal, wegen meinem Image, ich muss sagen, dass da auch toll war, würde ich sagen, okay, verpiss dich. Weißt du, meine? Mhm. Und ich bin da eh sehr radikal. Ich bin nicht mehr so radikal, aber wo ich radikal bin, ist, doch, ich meinte nicht mehr so radikal, dass ich einfach Teufel, der da ist, sondern einfach, das ist sein Brot, denke ich mir, der, wenn er mich raushält. Aber wo ich radikal bin, ist halt Authentizität zu Sek Plus. Wenn mir jemand sagt, ich finde Sek Plus eigentlich scheiße, wenn ich höre, wenn jemand sagt hinterm Rücken, so richtig extrem, ne? Ich mache dann eh nur wegen dem Geld und der ist eigentlich voll der Spasti, würde ich sagen, geh doch einfach, willst du hier, weißt du, ne? Weil ich denke nicht, dass, ich will nicht sagen, dass die uns nötig haben, aber Sek Plus hat, also bei mir, wir haben so viele Leute, wir könnten so viel, also wir könnten mehr Leute unter Vertrag nehmen, die bekannt sind, als es Sinn macht, weißt du, meine? Und dann will ich einfach die Leute haben, die dazu stehen. Natürlich macht das jeder auch wegen Geld, es wäre albern, es wäre Heuchelei, weil ich verdiene durch die Geld, wieso sollen die kein Geld verdienen? Das wäre Quatsch, ne? Wenn ich zum Beispiel sagen würde, wenn das ein Freund wäre, macht er das kostenlos, wie sollte er das kostenlos machen? Weißt du, meine? Also würde ich mich jetzt, nehmen wir jetzt Monte, mit Monte anfreunden, wieso sollte der das kostenlos machen? Weil ich verdiene doch Geld durch ihn. Ich wäre doch der Heuchler, wenn ich ihm kein Geld geben würde. Weißt du, meine? Das ist für mich Authentizität. Das darf einfach nur nicht, das Geld darf nicht das Einzige sein, aber es ist ja immer. Weißt du, meine? Meine Mitarbeiter oder alle, die sind ja auch meine Freunde, aber soll ich jetzt nicht bezahlen deswegen? Weißt du, meine? Ist ja unlogisch im Endeffekt. Nur als Freundschaft machst du halt mehr, als Chef machst du mehr, du bist bereit, deinen Freunden auch privat mehr zu helfen oder zu helfen allem und deine Freunde würden dir nicht jede Stunde berechnen sozusagen. Das ist ja das Übertragende, weißt du, meine? Wie jetzt die Rapper mit mir Freunden sind nicht jeden Post oder man rechnet in beide Seiten nicht haargenau ab, weißt du, meine? Man sagt, okay, die sind mir weniger, ich zahle trotzdem mal zum Beispiel oder der macht auch mal einen Post mehr, so würde ich das formulieren, ne? Und Aufrichtigkeit ist ja immer so. Das ist auch, jeder Mensch hat ja auch eine zweite Chance verdient. Und bevor du fragst, Tim und Nico haben keine zweite Chance. Da gab es ja schon privat drei Chancen, weißt du, was ich meine? So, ja. Oder Phil Bane. Ja. Das ist ja so, wenn es ja online sieht, wenn es online ist, gab es immer schon drei Chancen für die Leute. Ich habe mal eine komplett andere Frage. So, ja, du bist ja quasi schon so eine laufende Apotheke, kann man sagen. Du nimmst ja jeden Tag mehrere Tabletten, so Health Plus und alles. Theanin habe ich schon genommen, Ashwagandha habe ich schon genommen. Genau. Wenn du jetzt einen Monat lang keine Supplements nehmen würdest, was denkst du, würde mit deinem Körper passieren? Weiß nicht, aber ich will psychisch durchdrehen. Ich komme gar nicht darauf klar. Ich schwöre, wenn ich fliege oder Hotels oder so, das fuckt mich so ab, ich habe alles dabei. Ich schwöre, ich werde dann krank, psychologisch, ich schlafe schlecht oder so, das ist ja wirklich, ich habe es noch nie getestet. Ne? Deswegen in der Hinsicht bin ich auch authentisch, ne? Also wirklich so, wenn ich wegfliege, also ich habe so meine Standard-Supplements, die muss ich immer dabei haben, ne? Das ist zum Beispiel CBD, Ashwagandha, Theanin zum Beispiel nicht, das, wenn ich viel Koffein trinke, nehme ich das. Ashwagandha nehme ich jeden Abend, Astaxanthin, OPC habe ich immer im Urlaub dabei. Weil es einfach so Blutbestimmt, Natokinase für dünnes Blut. Ja, dann auch Spezialsupplements, die musst du ja dauerhaft nehmen, wenn du sie nimmst, weißt du, meine? Ist ja logisch. Aber ich weiß nicht, was passieren würde, keine Ahnung. 95% meiner Sachen sind ja natürlich, ne? Bis auf die paar Substanzen, die ich halt nehme, die aus der Apotheke sind, was ich auch zugebe. Aber ich bin schon sehr bedacht, ne? Wie ich auch eben von erzählt, ich mache Bluttests mit Vitaminen und so. Also dieses Überdosieren, was die Leute sagen, mache ich eigentlich gar nicht. Ich weiß ja schon, wie schwer ich bin, wie groß ich bin und was man nehmen kann. Und ich mache dauerhaft meine Blutwerte. Also ich optimiere das schon so richtig, ne? Ja. Außer ich mache halt so einen Test, dann teste ich natürlich schon mit Überdosierung, aber dann sehe ich das mir als Studio und selbst dann behalte ich meine Blutwerte im Auge halt, ne? Ja, und wie gesagt, Theanin, Ashwagandha, wenn du dich bei allen Health Plus Supplements an die Vorschriften hältst, dann kannst du da nicht übersehen, selbst wenn du alle nehmen würdest, theoretisch, ne? Du hast ein Produkt vergessen. Was? Ja, Colonia das sowieso. Das hier inhaliert Matthias. Also 20 Mal benutzen, 20 Minuten, finde ich aber auch gut. Ja, das stimmt. Das ist, ja, das ist echt. Colonia bin ich auch richtig süchtig. Ich hatte so zeitweise grüne Hände, ne? Schwöre. Dabei ist ja Farbstoff drin, aber halt nicht so viel, dass es grün wird. Aber ich habe so in dieser Corona-Zeit so einen Tick bekommen. Und nicht wegen Corona, ich hatte einen Tick schon immer, ne? Nur dieses Mundschutz und das hat diesen Tick verschlimmert, weißt du, meine? Und dann habe ich immer so oft desinfiziert, dass so die Hornhaut vom Trainieren, die wird dann so grün. Weißt du, wo die Farbe sich abspeichert, ne? Aber ein gutes Produkt, das ist ohne Etikett. Ja, du hättest mit Etikett machen müssen. Das habe ich dir in der Regie vorhin anders gesagt.
Was ist sonst noch an? Health Plus ist ja jetzt schon, ist ja schon eine richtige Sparte, gehört ja jetzt zu Zack Plus. Ist, ist so auch im Online-Store, hat seinen eigenen Button, man sieht jedes Produkt. Man sieht, es sind so viele Produkte, da frage ich mich auch manchmal, hast du dich so in jedem einzelnen Stoff, der in jedem einzelnen Produkt drin ist, so selber eingelesen? Ja. Also jedem einzelnen Produkt quasi seine eigene Aufmerksamkeit geschenkt. Also, mein Bruder ist Heilpraktiker und Kamel und Sunny machen auch manchmal Produkte, die sie möchten. Das heißt also, ich mache es nicht alleine. Gerade bei Zack Plus macht Kamel sehr viel, wo er mir so schon vorschlägt. Aber ich gucke es mir mal an und zum Beispiel, jedes Health Plus Produkt habe ich schon zu einer bestimmten Zeit genommen. Zum Beispiel Ashwagandha habe ich gemacht, weil ich selber gefeiert habe. Astragalus kommt jetzt bald raus, habe ich jetzt selber den ersten Test gemacht mit dem Extrakt von der Fabrik. Fand ich geil, habe ich glaube ich irgendeinem vorhin erzählt mit dem, habe ich das hier erzählt oder privat? Ich weiß nicht, egal. Hab ich schon erzählt, ne? Und zum Beispiel Sherry Pur ist das beste Beispiel. Sherry Pur ist so ein Mittel gegen Gicht. Und ich habe halt alle 6 Monate meinen Gichtanfall, nur alle 6 Monate. Das nehme ich halt nur dann. Aber es ist schon dafür gemacht. Und dann gibt es Produkte wie Probiotect. Die hat mein Bruder, der hat das erfunden, die Formel. Und ich habe einfach eine gute Verdauung dadurch, ne? Ich nehme natürlich nicht immer alle Produkte. Ich nehme auch schon so 50, aber halt nicht immer genau gleichzeitig. Weil dann mache ich mit Probiotect einfach nur eine Kur, einen Monat. Ne? Dann gibt es Sachen wie Ashwagandha nehme ich jeden Tag. Theanin nehme ich, wenn ich halt Koffein trinke, weil es so einen Gegenpol hat. Aber ich würde sagen, zu jedem Produkt habe ich ein Dings. Außer natürlich jetzt zu Eisen, Mangan, das sind einfach Produkte für Mangel. Ne? Das ist ja klar, da hat einfach Sunny oder Kamil oder mein Bruder gesagt, okay, bei Eisenmangel macht Eisen Mischknöpfe. Also ich muss nicht nehmen, weil ich keinen Mangel habe. Aber ich würde halt, ich habe es dir ja empfohlen, das ist das beste Beispiel. Aber ich denke, ich habe mich mit Health Plus sogar mehr auseinandergesetzt als mit Zack Plus, ehrlich gesagt. Weil ich hatte schon immer diesen Health-Film, ne? Aber ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Also Kampfsport, Bodybuilding, sehr viel vor Zack Plus. Ich war viel aktiver, einfach weil ich mehr Zeit hatte. Habe mich dann zuerst mit diesen Supplements beschäftigt und irgendwann war ich auf diesem Hellfilm, weil ich habe immer so Schlafprobleme gehabt, Stressprobleme und die wollte ich halt dadurch bekämpfen und ich hatte auch schon immer den Traum, irgendwann Health Plus auch zu gründen, so. Ich hatte das schon immer im Kopf, aber es hat mit Zack Plus angefangen so. Und mittlerweile, Bodybuilding ist einfacher, Eiweiß, Aminosäuren, Kreatin, das ist simpel, aber Health Plus ist eine Wissenschaft, also Health Plus gehst du in eine medizinische Richtung, wo ich mich mit Ärzten unterhalten kann. So Bodybuilding ist so, also es würde keinen Sinn mehr machen, heutzutage ein Video über Aminosäuren zu drehen, das weiß jeder. Jeder weiß Protein, Aminosäuren. Okay, da gibt es diese BCA-Debatte. Da, ich glaube, in 3 Jahren werden BCAs wieder in sein, wenn wieder eine neue Studie rauskommt. Wir haben es jetzt auch abgeschafft, weil wir irgendwie, ich selber mich nicht mehr identifizieren konnte so richtig. Aber das dreht sich immer. Aber Health Plus, so CBD war voll mein Film halt. Ne? Das habe ich jahrelang schon durchforstet. Und was wäre noch so? Ja, ich teste das einfach mit. Olivenblattextrakt habe ich jahrelang genommen. Dann habe ich selber rausgebracht in einer besseren Dosierung. Dann habe ich diese Zitronenaroma, was ich euch schon erzählt habe, ne? Damit es besser schmeckt und so. Das ist halt so, ja, ich finde halt in der Gesundheitsrichtung ist halt eine größere Wissenschaft noch da. Eben haben wir Schwarzkümmel zum Beispiel, kommt bald. Ne? Das kanntet ihr alle irgendwie. Und war jetzt nicht mein Vorschlag, das hat, glaube ich, auch Kamel oder Sunny vorgeschlagen, aber fand ich geil. Und Schwarzkümmel nehme ich jetzt seit einer Woche übrigens. Weil jetzt immer, wenn das Produkt, wenn ich weiß, in 4 Wochen kommt das, oder es kommt bald, oder es ist gerade in der Mache, oder wir suchen gerade Rohstoffe, dann fange ich an, das zu testen halt so. Wenn ich noch nicht getestet habe über die Jahre. Ja. Was sagt ihr denn? Was findet ihr fresher? Also ist das für euch, sind das für euch psychologisch alles getrennte Marken geworden? Ja, schon, das überschneidet sich auf jeden Fall so. Man verbindet hier Health Plus mit Zack Plus. Ja, aber sind trotzdem ein anderes Image? Also ja, ist klar, trotzdem, so, ist auch hochwertiger, ja. Ist halt so, sind es hochwertiger? Also durch das Weiß halt, du, ja, seriöser also, würde ich sagen. Ich sprich nochmal eine andere Sparte. Das wollte ich gerade sagen, genau. Ich glaube, du triffst da so ein ganz anderes Publikum. Mhm. So, bei Zack Plus wissen die Leute, ich habe mein Eiweiß, ich habe meine Omega-3s und das war schon seit gefühlt Ewigkeiten so. Und das wird sich jetzt auch erst nicht mal ändern. Aber bei Health Plus kann ich mir auch schon vorstellen, dass du da Leute hast, die, also die Leute, die Produkte auch konsumieren, die ja, vom Bluttest kommen, die ja, ja. Von auch hier mehr Mangel haben oder sonst ja, ja. was. Ja. Genau, vom Gesundheitsdenken allgemein. Wenn nicht sogar Ärzte, wer weiß. Ja, das sowieso, wir haben viele Ärzte. Ja, wie gesagt, dass man da so ein komplett anderes. Als die normalen Athleten und Sportler. Ja, wir sind ja 2 Zielgruppen auch und wir haben viele, aber viele Kunden, die Anwälte, Immobilienmakler, Ärzte. Das ist eh so, ich kriege das ja viel mehr mit als die Außenstehenden. Ne? Nicht nur bei Health Plus, bei Zack Plus auch, die sind einfach feiern. Aber Health Plus ist natürlich nochmal ein anderes Publikum. Ne? Was sagst du als Marketingstudent? 2 Marken oder eine Marke? Diversifikation ist immer wichtig. Ja, sogar Fachwörter, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall verbindet man Health Plus jetzt nicht direkt mit dir und das macht es eigenständiger. Dadurch ist es auch verfügbarer für ein großes Publikum. Nach außen jetzt, ja. Obwohl ich selber aufposte. Du meinst jetzt bei Zack Plus Kanal, Zack Plus. Man, ja, genau. Geht, bei Health Plus denkt man, okay. Ja, das partizipiert voneinander. Aber. Ja, stimmt. Ja. Wobei ich selber Health Plus sogar mehr nehme, glaube ich. Also in der Vielzahl der Produkte halt. Ne?
Da kannst du dir vorstellen, so noch eine Linie rauszubringen? Nein, nur noch Doc Plus habe ich ja. Ich habe ja bei CBD Doc Plus gemacht. Mhm. Und das Letzte, was ich in meinem Leben als Geschäft machen werde, außer von Seclus, wäre vielleicht Doc Plus Hundefutter mit Amino drauf. Aber auch nur aus Liebe. Und dann mit irgendwas Gemeinnützigem wie ein Tier noch was spenden oder so. Ich mache ja Spenden nicht online, aber dass man halt bewusst sagt, okay, das hat irgendwie einen tieferen Sinn. Ich werde kein Offline-Geschäft mehr machen, keine neuen Geschäfte mehr. Wenn dann Kooperationen, wie zum Beispiel Export in Kooperationen mit der Fabrik, oder jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand kommt, der sagt, wir machen ein Produkt, wo Seclus draufsteht, wie das Eis zum Beispiel, das ist ja eine Kooperation dann. Aber ich würde selber als Person, außer Doc, also Doc Plus gibt es ja schon, ist ja schon gegründet, als CBD-Produkt, würde ich keine neue Marke mehr gründen. Weil du hast ja eine 100% Leistung, wir geben schon 120%, weißt du meine? Ja. Weißt du, wir haben, wie gesagt, wir haben nicht mal einen Health Plus YouTube-Channel, jetzt noch einen Health Plus YouTube-Channel, Doc Plus, das ist ja zu viel. Und ich finde das auch nicht so, das ist auch so ein bisschen Verhurerei, wenn jetzt einfach so, ich kann natürlich meine Reichweite und Seclus nutzen, um noch 8 Sachen zu machen, aber irgendwann wird es auch albern, weißt du meine? So, das wird irgendwann, und ich glaube dann mit Seclus, Seclus Ladies, CBD, Health Plus, CBD ist ja auch eine eigene Marke geworden, durch die juristischen Vorschriften bei CBD, und dann auch Doc Plus, dann hat man auch wirklich alles, was so Nahrung angeht. Und Hunde ja nur, weil ich Hunde so liebe und weil Hundenahrung und Menschennahrung, das würde ich ja nicht aus demselben Lager machen, weil das würden die Leute abfacken, weißt du meine? Du kannst ja nicht Tierfutter, jetzt Doc Plus, CBD ist ja ein Supplement. Da würdest du jetzt echtes Tierfutter machen, irgendwann müsstest du das Lager trennen, weil das riecht ja, weißt du meine? Und das wird ja übergehen auf die Produkte. Das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, als neues Ding noch zu machen, theoretisch. So Hundefutter, Doc Plus dann. Aber sonst gar nichts mehr, gar keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Nerv mehr dafür. Ich schwöre. Egal, ob das Geld bringt, ich kann jetzt auch nicht, wir könnten jetzt auch noch eine Klamottenmarke rausbringen, so Fashion bei Seclus. Aber wir haben Seclus Lives erreicht. Also ich gliedere das lieber, wenn das so ein Baum ist, Seclus, mache ich noch ein paar Äste dran, ne? Aber ich habe keinen Bock mehr, einen neuen Baum zu gründen. Und Doc Plus wäre ja wie ein neuer Baum. Aber das auch nur mit Aminos Gesicht drauf und halt Doc Plus mit dem Anreiz zu Seclus und das auch nur, weil es um Tiere geht, sonst nichts mehr. Alles klar, nichts mehr. Ich glaube, da kommen wir wieder auch zu dem Punkt zurück, hinter den Produkten stehen. Ja, das ist also wie mit den 4 Produkten, die jetzt quasi. Ja, wenn ich jetzt plötzlich eine Fashion-Linie machen würde, mit Klamotten, die ich auch nicht trage, dann würde es keinen Sinn machen. Und ich trage jetzt gut heute nicht, aber sonst habe ich immer Seclus-Klamotten an und ich feiere die so, wie die sind, weißt du meine? Und ich hätte gar keinen Bock, eine neue Marke zu etablieren oder so. Ginge bestimmt, dann wäre bestimmt auch Geld, kann man damit machen, aber. Ich will lieber meine Energie in Seclus reinstecken. Ne? Das ist ja der Unterschied, was ich auch immer sage zwischen mir und den anderen. Egal wer, wir machen einmal 8 Marken, dann noch Tee, dann noch das, dann, da können die gar nicht zustehen. Das kann man nicht einer erzählen, dass er noch da seinen Tee den ganzen Tag säuft. Gibt's, ich trinke Tee, aber jetzt so, kann ich auch bei Seclus meinen Lieblingstee rausbringen, weißt du mal, ne? Da muss ich jetzt nicht irgendeine Teemarke gründen, irgendwelchen komischen Bechern, nur weil das jetzt gerade Geld macht, weißt du mal, ne? Oder den Hype ausschlachten, das finde ich irgendwie Quatsch. Und ich, wir haben ja alles, wir haben Klamotten, wir haben Haarwachs, wir haben alles, was ich feier, wir haben Colonia. Alles, was ich feiere, mache ich einfach in Seclus rein und ob das passt oder nicht, mir ganz egal. Ich meine, Haarwachs passt ja auch nicht, mir scheißegal. Ich gehe meine Haare gerne damit, Colonia passt auch nicht, mache ich auch rein. Sollen die Leute, das ist zum Beispiel bei Health Plus, das ist gut gesagt, da ist es ja sehr steril gehalten. Bei Seclus mache ich, was mir gefällt. Weißt du, wenn ich morgen Bock habe, Boxershorts zu machen, die geil aussehen, mache ich Boxershorts. Wenn ich morgen die Idee habe, keine Ahnung, ja, Kautabak ist jetzt doof, das ist halt ungesund, aber wenn ich irgendwie, egal was ich mache, würde ich in Seclus reinknallen. Ne? Aber du liest dich ja auch oft in so Produkte immer ein, bevor du die rausbringst, ja. Recherchierst du immer alles. Würdest du sagen schon, du bist auf einem Niveau, wo du auch studieren hättest, also du hättest auch studieren können und du hast jetzt mit deinen Recherchen dasselbe erreicht? Es gibt Leute, die noch tiefer drin sind. Ich finde diese Cherry-Picking finde ich super nervig, dieses Studienpicken, das finde ich Schwachsinn. Also die auch tiefer drin sind, das würden mich auch viele zerlegen, weil ich zitiere die Studien so auf den Punkt, ich lese mir alle Studien durch. Und ich finde halt, man muss eine Mischung aus Studien, Erfahrungen und was, also Erfahrungen von Fremden und deiner Erfahrung, weißt du, meine, weil das kann mir keiner erzählen, dass eine Studie repräsentativ ist, so ganz, ne? Wir hatten ja mal diese Studiendebatte letztes Jahr. Ich lese mich auch in Texte ein, manchmal aus Erfahrungen, weißt du, wie übertragen, wenn man es eben sagt, Schwarzkümmelöl. Das ist schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden vielleicht, Jahrhunderten übertragen und heute wurden in Studien Sachen bewiesen. Also ist auch ein Übertragen auch wichtig. Studieren hätte ich nicht können, weil ich habe ein aufmerksames Defizitsyndrom. Ich kann mich nur auf Sachen konzentrieren, die mir Spaß machen. Also würde man mich zwingen, das zu lernen, könnte ich es nicht. Aber ich war mal Zeuge meiner Gerichtsverhandlung, da werde ich auch bald ein Video drüber machen, ich werde jetzt noch nichts dazu sagen, weil ich erst das Urteil kriegen muss, wo ich ein Video mache. Da habe ich nach 2 Stunden Gerichtsverhandlung, da ging es halt um Eiweiß und so eine Sache, haben mich halt alle Richter gefragt, ob ich Biochemie studiert habe. Also für die hat es gereicht, so viel zu wissen. Aber klar, wenn ich jetzt was sage, dann kommt irgendein YouTuber und sagt, ich habe mehr gelesen, gibt es halt diese Studien-Nerds. Ne? Ja. Das finde ich albern. Wenn ich jetzt ein Produkt nehme, überfliege ich alle Studien, alle positiven und negativen Wirkungen, dann lese ich mir die Erfahrungen durch und dann bilde ich so mein Ding. Weißt du, meine? Weil das kann mir jetzt keiner erzählen, dass man erstmal gerne was beruhigt, dass man das nur auf eine Studie zurückführen kann. Das kann sein, bei dir wirkt, bei mir wirkt es nicht. Weißt du, meine, man muss die Erfahrung einfließen lassen. Es ist also eher so Learning by Doing, würde ich das nennen. Studieren, ich habe ja gar nichts zu Ende gemacht. So, ich kann nur selbst lernen. Ne? Ich kann mir nur Sachen selber beibringen.
und so aus dem Leben heraus lernen. Wird mir sehr schwer fallen mit ihm jetzt, er studiert ja Marketing. Das wird mir sehr schwer fallen, wie er gesagt hat. Das ist ja alles gar nicht in meinem, also du hast ja gesagt, ich würde ja komplett da floppen. Und wenn ich den Professoren erklären würde, ja, mein Taktik ist so und so, dann wird Gio sagen, ja, der hat recht, der Professor, das steht nicht so in meinem Buch. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, bei Medizin ist es genauso. Ich habe noch keinen Arzt gesehen, der so ein Wissen hat, wie die Bodybuilder, die ich kenne. Ne? Also egal, ob das Goku ist, Alexikon, die jetzt so das auf YouTube professionell machen und sich auch mit Studien befassen, ist auch cool. Ich habe keinen Arzt gesehen, der über Bodybuilding so viel Ahnung hat wie die Vorbereiter oder die guten YouTuber oder auch teilweise ich selber wahrscheinlich über Supplements. Was ja aber auch normal ist. Die studieren 10 Jahre Medizin auf die Grundpfeiler. Da kommt kein Ashwagandha, kein Theanin, da ist vielleicht Koffein drin, Aminosäuren ist drin, Whey ist drin, wenn überhaupt Whey, einfach nur Protein, dann hört es auf, ist ja normal. Die werden ja keine Vorbereiter oder Supplementhersteller. Und ich glaube so wie zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ein Musikstudent besser rappen kann als ein Rapper, der Rap liebt. Weißt du, meine? So muss man das vergleichen, glaube ich. Aber ich glaube auch nicht, dass die guten Rapper hätten Musik studieren können, alle jetzt. Ja, ne? Ja. So kann man es sagen. Ja. Würdest du die Wirksamkeit von Health Plus auch so mit Arzneimitteln, wie diese gängigen Aspirin, Paracetamol, die Wirksamkeit, ja. Wenn du jetzt so ein Aspirin betrachtest, wie es wirkt, und jetzt, was weiß ich, so eine Ashwagandha zum Beispiel. Ja, Aspirin wirkt ja kurzfristig, aber so ein Ashwagandha... Ja, aber ich meine jetzt bezogen... Jetzt er meint auf Einzelwirkung. Also man könnte jetzt Aspirin mit Natrogenase zur Blutverdünnung vergleichen, nicht zum Kopfweh. Und ich denke, dass beides gleich Blutverdünnung. Ich habe gestern Nacht noch eine Studie dazu gelesen, 2 Ärzteberichte. Einer hat gesagt, ist jetzt Blutverdünnung nicht geeignet. Einer hat gesagt, verdünnt Blut sogar mehr als Aspirin. Und ich kann es testen, wenn ich es nehme und ich picke Blut nicht mehr. Also es ist dünner, fetch aus. Und ich habe früher mal Aspirin Protect genommen, also ein kleiner mit so einer Umwandlung für dünnes Blut wegen Testo und so. Und jetzt nehme ich mal Natokinase. Und ich bin mir sicher, man kann Sachen vergleichen. Gerade CBD kannst du definitiv in manchen Wirksamkeiten mit manchen Arzneimitteln vergleichen. Deswegen will die Pharma, also immer alles, umso besser es wirkt, Natokinase, CBD, probiert die Pharma, glaube ich, immer rauszudrücken. Ne? Vitamin B12. Haben wir eine Pharma-Klage, komm, wo ich bald ein Video mache. Und das sind dann immer, umso wirksamer, umso mehr hat die Pharma-Lobby einen Hass da drauf. Aber, ich muss auch dabei sagen, ich habe wohl mit der Pharma-Lobby, aber Medikamente sind einfach wichtig und es gibt Dinge, da musst du welche nehmen. Weißt du, meine? Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt eine Thrombose hätte und wäre im Krankenhaus, fände ich es okay, keinen Natokinase zu nehmen, sondern Thrombose, also dann wirklich das Medikament, was sie vorschreiben. Aber zum Beispiel bei Blutdruck, ich empfehle das gerne, weil ich selber habe natürlich Mittel oder Diät gegen meinen, wenn ich Blutdruck und Blutdruck habe, gekämpft. Und mir nie einfach selber das genommen. Wobei ich natürlich jedem, der keine so eine Ahnung hat, wie jetzt Goku, Alex und ich, nicht selbst zu behandeln. Ne? Und natürlich sind Medikamente einfach wichtig. Ne? Gerade bei Krebs ist unumgänglich für mich. Und auch sonst ist die Pharma-Lobby trotzdem leider unumgänglich. Die Pharma-Lobby an sich ist ja nur von der Art und Weise her schlecht. Ne? Nicht, dass die Medikamente alle schlecht sind. So. Wie jetzt bei irgendwelchen starken Erkrankungen, auch starke psychische Erkrankungen oder stark körperliche, musst du halt Medikamente nehmen. Aber es gibt, du meinst ja nur, ob es Produkte gibt, die meiner Meinung nach mit Medikamenten mithalten können, ne? Die man ersetzen kann quasi. Ja, das glaube ich schon. Also sagen wir bei leichten, wie zum Beispiel Gicht, ne? Ich habe nie wieder Alprolinol genommen für meinen Gichtanfall und immer nur Sheripur, weil was passiert, ich kriege ja nur Fußweh, ich sterbe ja nicht davon, weißt du, ich meine? Das heißt, ich habe dann nie wieder auf die chemischen Mittel zurückgegriffen, immer natürlich. Ne? Aber das ist für mich keine tödliche Erkrankung, das ist einfach nur eine nervige Erkrankung. Du kriegst dann alle paar Monate einen Gichtanfall. Wobei ich fairerweise sagen muss, wenn ich ihn dann doch habe, den Gichtanfall, nicht gehen kann, nehme ich dann Cortison vom Arzt, weil es dann halt direkt weggeht. Aber ich meine, zur Vorbeugung habe ich immer zeitweise Alprolinol genommen, mache ich nicht mehr. Wenn ich jetzt was anmahne, nehme ich Sheripur. Aber wie gesagt, beste Beispiel, ich gehe natürlich dagegen, außer ich kriege einen ganz heftigen Anfall, ich kann nicht gehen, dann muss ich halt zum Arzt gehen, mir was verschreiben lassen. Das ist das perfekte Beispiel. Das heißt, eindämmen, vorsorgen und harter Fahrt dann trotzdem. Weil das ist so ein bisschen, da übertreiben manche, ne? Die wirklich sagen, du kannst nur Supplements, das kannst du nicht verantworten. Ne? Aber definitiv gibt es viele unnötige Medikamente, die man durch Supplements ersetzen kann. Aber man sollte auf gar keinen Fall alles ersetzen, so Robert Franz mäßig, der zieht das durch, ist auch okay so, aber das ist übertrieben. Das kann vielleicht bei ihm klappen, das kann aber bei anderen zu Tod oder zu psychischen Problemen führen, das darfst du halt nicht machen, so würde ich das bezeichnen. Ach, das interessiert mich aber wirklich, ne? Doch, ich habe noch 2-3 Fragen. Das ist ein guter Abschluss, weil das wäre jetzt so mit Health Plus aufhören. Ihr habt ja dann Fragen und meine Interviews beantwortet über meine Stories, dass ich schmatze, ist meine größte Macke war, glaube ich, drin. Dann mein Lieblingssatz, dass ein Fakt war drin, ne? Und ihr beiden habt das gewonnen. Also kennt ihr ja meine ganze Historie, also jetzt mich als Person mal, wir haben vorhin Health Plus geredet, von 2015 bis heute. Und ich habe mich ja ein bisschen verändert, das ist mein Tobi mit Mindset. Und ich beschwere mich ja darüber, dass meine Mindset-Videos, die ich heute drehe, wie zum Beispiel Schlichtung der Krise, nicht kiffen, weniger Klicks haben als meine Beef-Videos. Und früher, als sich jeder beschwert hat, ich würde keinen Mehrwert liefern. Und 2 Sachen stören mich. Also eins stört mich, welcher YouTuber bietet denn mehr Mehrwert als ich? Fast keiner. Weil ich mache zwar Beefs und rede über Elisa N und Wichsen und so, stimmt, aber vom Mehrwert her, keiner hat in Corona-Zeiten ein Stichtungsvideo gedreht. Keiner hat überhaupt was aufgeklärt. Also ich will einen in der Fitness-Szene, sag ich jetzt, YouTuber sehen, der diesen Mehrwert liefert, sehe ich keinen, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich den Kritikpunkt unnötig.
Und wie findet ihr die Entwicklung von früher nur rumbrüllen, das ist die Frage, und nur Beef machen, zu heute sehr reflektiert, dass der Beef ein bisschen anders ist, ich ein bisschen erwachsener bin. Und also der neue und der alte Matthias, wie ist da eure Meinung von euch ein? Das würde mich sehr interessieren. Das habe ich schon mal online gefragt, aber online kommt halt sehr viel Schrott auch rüber, weißt du? Früher warst du ein bisschen aggressiver, heute zerreißt du nur T-Shirts. Ja, gut. Jetzt aber ernsthaft, früher war ich ja schon asozialer. Früher habe ich beleidigt und so, ich bin ja heute schon, okay, T-Shirts zerreißen, aber früher hätte ich durchgezogen und dann noch extrem beleidigt. Aber es ist ja normal, dass man sich entwickelt mit der Zeit. Ja, aber was ist besser, ist die Frage. Du fandest ja viel Bällen, wie du am besten sagst. Das war ja der alte Matthias. Immer noch gleich lustig, aber jetzt hat man viel mehr Input eigentlich. Es geht um viel mehr. Früher ging es immer nur so eine Sache, die war lustig, aber jetzt geht es um viel mehr und das staut sich dann irgendwie zusammen. Ja, das kann sein. Also ich denke mal, es liegt teilweise auch an den Umständen. Also früher, wenn jemand irgendwas abmahnt, der wird direkt totgehatet. So. Ja, das stimmt. Heutzutage, so, man kann gar nicht mehr wirklich so auslassen, so wie früher. Das aber stimmt, heutzutage ist natürlich auch mehr für die Masse gemacht. So, du bist auf jeden Fall ruhiger, so, mehr Leute können das nachvollziehen. Früher, die sehen, der Matthias beleidigt, okay, Assi. Ja, ja, das so, fertig. Jetzt kann man das besser halt nachvollziehen, so ist, denke ich mal, auch besser für die breite Masse. Aber wenn du damals nicht so assi wärst, hättest du dann diese Aufmerksamkeit, ich glaub, das nicht, war ja behindert lustig. Ja, also, ja, ja. Auch wenn man jetzt sich damit nicht auseinandersetzt, das war einfach behindert lustig. Ja, ich glaube, es war eine gute Entwicklung, ich hatte das auch letztens, das habe ich genau zu dir gesagt, ne? Ich habe gesagt, es war die richtige Entwicklung, es ist gut, dass ich heute so reflektiert bin, aber ich wäre heute nicht da, wenn ich nicht der, das ist ja normal, das habe ich im letzten Video gesagt, guck mal, deine Narben und die Scheiße, die du gebaut hast, ich habe dir im letzten Video gesagt, Drogen nicht nehmen, ich war in Therapie und bei mir hat es halt geklappt, das war halt für mich, heute war das gut, dass ich da war, aber zu dem Zeitpunkt war es scheiße und ich will jetzt nicht meinem Kind sagen, mach das nach und hoff, dass was Gutes draus wird, deswegen würde ich jetzt keinem raten, beginn deine Karriere, indem du Leute online beleidigst, aber klar, im Nachhinein habe ich dadurch profitiert, dass ich eine große Aufmerksamkeit erzeugt habe durch das sehr asozial sein. Ich habe meiner Meinung nach damals schon gute Argumente gehabt, nur das Brüllen hat die Argumente übertönt. Und dann über die Jahre habe ich gelernt, da taktisch hervorzugehen, sage ich mal. Und ich bin auch von Person ruhiger geworden. Und jetzt feiern Leute das. Und du hast recht, ich glaube, ich wäre heute nicht da, wenn ich nicht damals aber das gemacht hätte. Aber es ist ja immer im Leben so, was ich meine. Wie auch Musiker, die müssen ja den Schritt machen, damit den nächsten Schritt machen. Ja, deswegen, also Tobi, meiner Meinung nach auch, dass das eine gute Dings war. Mich freut es persönlich, muss ich sagen. Weil ich habe mich halt früher oft geärgert, weil ich das gar nicht gecheckt habe. Ne? Ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt anderthalb Stunden noch nur die Wahrheit gesagt, wieso werde ich überhaupt gehatet? Also ich habe gar nicht früher zur Debatte gestellt, dass Beleidigen die Argumente schmälern könnte. Weißt du, ich meine? Weil ich war einfach so, wie ich war. Und ich dachte, wer beleidigt da nicht? Weißt du, meine? Ich habe gesagt, wer rast da nicht aus? So, für mich war das so, nicht jetzt, dass ich so dumm war, aber ich war so in diesem Thema drin und ich habe das so ernst genommen. Früher war für mich, wie ich eben gesagt habe, auch klar, bist du bei meinem Problem, dann hasse ich dich. Ich habe gar nicht verstanden, früher so in meinem Wahn, sage ich mal, oder dieser Radikalität, die heute ein bisschen lockerer ist, immer noch radikal, dass das einer anders sehen könnte. Weißt du, meine? Wenn man im Recht war. So, das war so ein bisschen so, diese, wie du gesagt hast. So. Ja. Für mich ist das ein Irrglaube, dass jemand jetzt überhaupt noch eine Sekunde sagen kann, Tito ist korrekt, wenn er mich für Otto abmahnt, aber Follower mit Mütter beleidigt. Das ist für mich so paradox, ne? Dass wir früher, als das KLS gemacht hat, tot. Das war einfach tot. Eine Klage, die ekelhaft war, tot. Heute ist das so wie Verrat. Heute irgendwie so normal geworden. Auch jetzt Tim und Nico sind ja schon sehr platt, aber vor 5 Jahren hätten die gar keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Da hätte wirklich die ganze Szene, das hätte weniger Klicks gemacht, weniger Likes, aber die ganze Szene hätte die tot boykottiert. Und jetzt sind die ja noch so am, zumindest taumeln, sage ich mal. Ne? Aber würdest du sagen, dass du es bereust oder hättest du früher anders gehandelt mit dem Mindset von jetzt? Ja klar, natürlich hätte ich alles anders gemacht, aber das ist eine gute Frage. Ich hätte alles anders gemacht, aber irgendwie auch, es war gut, dass ich das gemacht habe, weil ich habe ja auch sehr auf Eier gemacht, was mir nachträglich peinlich war. Aber damals musste ich ja, ich hatte ja kein Fundament. Das heißt, du musst die Leute ja ausrasten. Heute wissen die Leute, zum Beispiel in diesem einen Video hat das Stay Reacted, hat er gesagt, okay, der guckt schon böse. Das heißt, heute, wenn ich nur böse gucke, wissen die Leute, okay, der ist kurz vom Platzen. Und auch interne Leute wissen, okay, wenn der ausrastet, rast der wirklich aus und der beißt sich fest. Ich glaube zum Beispiel, hätte ich MyProtein Biotech nicht besiegt, dann würden mich heute alle Verklagen bedrohen. Weil die halt gesehen haben, okay, der knickt so oder so nicht ein, der ist eh behindert, der Typ. Das heißt, heute schrecken schon leichter zurück. Und deswegen denke ich, das war wichtig, aber natürlich mit meinem heutigen Mindset, wenn ich mein heutiges Mindset hätte, hätte ich mich in meinem Leben nicht einmal gehauen, weil Gewalt halt behindert ist. Aber ich habe es halt früher gemacht aus Dummheit, wie ich immer erklärt habe. Ich bin halt auch dumm, so manchmal blend. Aber du wirkst ja der Mann, der du wirkst durch deine Fehler und deine Taten. Du wirkst ja durch deine Fehler auch. Ja, natürlich. Ich musste ja auch dann drüber nachdenken, weißt du, meine? Ich musste drüber nachdenken. Also, das hat mich nie so getroffen. Shitstorm, früher war es scheißegal. Früher habe ich gesagt, boah, 5000 Dollar oben, von unten, alles war richtig. Und jetzt, wo ich mich dann gewöhnt habe, gucke ich ein bisschen auf Like-Verhältnisse mehr. Aber nee, auch nicht. Ich wurde bei Coach Cecil Knossi, wurde ich auch des Todes gehatet, aber es ist einfach meine Meinung gewesen. Da scheiße ich auch drauf. Weißt du? Und auch bei Knossi, das ist so, ich habe nichts gegen den Mann, aber es war halt meine Meinung, der ist abgehoben, ein bisschen schräg. Finde ich gar nicht so schlimm, darf man auch äußern. Also ich würde mir niemals wie die anderen YouTuber eine Meinung machen, nur für Likes. Wenn ich weiß, ich dis den, ich krieg 100.000 Likes, ich mach das. Mir scheißegal, das ist immer noch. Ne?
Aber natürlich, ich würde niemals mehr online oder auch sonst nicht die Eltern beleidigen. Vielleicht, bestimmt habe ich das mal gemacht online, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder jemanden drohen, schau dir auf die Fresse oder so. Das ist mir einfach heute zu peinlich. Ich habe das immer im Auto von erzählt, weil wir sind jetzt zusammengefahren, lieber Ding. Das ist ja einfach peinlich irgendwann. Ich bin auch 36 Jahre alt. Also mit 27 kannst du noch sagen, schau dir mal eine Backpfeife. Dann ist noch irgendwie so, ich wäre ein junger Typ. Ich hätte jetzt sagen, ich würde sagen, wenn Tito schaut, wer ist der, dass ich ihn haue, weißt du, ne? Oder wer ist der auch, dass ich ihn hasse? Ich hasse den ein bisschen, aber das ist immer noch mein Ping-Pong-Ball, den ich da durch die Gegend jage. Und der ist ja kein, der ist ja nicht, der hat ja gar keine Skills im Schlagen. Ich würde ihn hauen, würde ich sagen, Matthias, voll der Schwanz, wie haut er den, weißt du, ne? So mäßig. Und der war jetzt auch kacke und du lernst ja auch über die Jahre der Jugend was mitzugeben und irgendwann hast du ja auch eine Verantwortung, weißt du, ne? Also so, das ist auch so, ich bin über die Jahre, ich war immer zum Beispiel gläubig und ich bin über die Jahre gläubiger geworden, reflektierter und erwachsener, aber ist, glaube ich, ein normaler Prozess, ne? So. Für euch doch einfacher, ihr wächst jetzt so mit Social Media auf, ihr seid viel reifer als wir früher, oder? Ton aus? Ach so, ja. Ich glaube, dass ihr reifer seid als wir früher. Ihr seid 22, 24 so rum, ne? Ja. Ich war voll der, also entweder war ich behindert, als ich jung war, oder ich war voll behindert, ich schwöre. War ganz, oder? Waren wir früher dümmer? Also nicht so reflektiert, aber nicht so weltlich, glaube ich, oder? Es gab kein YouTube, du hast einfach Fernsehen draußen. Viel mehr Input. Ja. Das meine ich damit so. Du kannst jetzt zum Beispiel meine Videos gucken, etwas lernen. So. Genau. Als ich jung war, gab es Ärzte, Toten Hosen, dann hat Bushido und so angefangen. Es gab Akro Berlin gerade so. Also es gab keine Mindsets so. Es gab dann vielleicht Bücher, die du lesen konntest. Aber heute kannst du im Internet, glaube ich. Also, vielleicht war ich aber auch einfach zurückgeblieben ein bisschen. Ich war halt sehr unreflektiert, als ich jung war. Und wenn ich heute so mit euch rede, seid ihr schon sehr reflektiert. Aber vielleicht liegt es an der medialen Welt, dass man einfach so... Was denkst du, Tobi? 100%, ne? Wir waren doch früher ganz anders drauf. Das war so, früher war so, was du in der Kneipe erzählt bekommen hast, das war dann auch das Gesetz. Du konntest nicht googeln. Weißt du, ne? Früher hat einer gesagt, wenn deine Eier aufrasierst, wachsen die Haare schneller, so wo du Sack haben wolltest. Oder Bart. Kennt ihr das mit Bart rasieren? Das war früher ein Gesetz. Wenn du den rasierst, wächst der schneller. Google das, das ist alles Schwachsinn. Das sind so Mythen. Und mittlerweile kannst du alles googeln, weißt du, ne? Mittlerweile, wenn du über Corona streitest, kannst du das beides. Schon mal vor 20 Jahren Corona geben. Da wäre eine Meinung aus deinem Dorf, die hat gestimmt. Weißt du, ne? So, und ich glaube, ihr seid reflektierter. Ich war aber ein bisschen zurückgeblieben, gebe ich auch zu. Ich war bestimmt ein bisschen spät pubertär. Ich habe mit 25 habe ich ja nichts gearbeitet und immer noch Scheiße gebaut. Also bei mir kam das sehr, sehr spät. Das ist übrigens auch wichtig, dass die Leute dann immer oft, wenn sie in eurem Alter sind, so sagen, ja, ich will jetzt auch schon erfolgreich sein. Also ich habe, als ich so alt war wie ihr, bin ich kurz zum Studium geflogen, ein Jahr später. Und habe vorher mit 18 meine Lehre verloren. Und habe so spät erst das Geschäft gegründet, dass man eh auch ein bisschen Geduld haben muss, bis man irgendwie, weißt du, so seinen Weg findet. Bei mir war halt so, keine Ahnung. Also besser, ihr studiert zu Ende natürlich, ne? Also das ist da nicht so gut. Aber dann kann man immer noch was anderes machen oder umschulen oder so sein Leben finden, weißt du, ne? Ich weiß nicht, entweder ich war Spätpubertär oder... wenn ich selber Phil Bang gucke, schäme ich mich ein bisschen. Aber ich feiere es auch. Ich gucke es halt so als, okay, was ein Assi, weißt du, ne? Und wenn ich selber Timon Nick gucke, wo ich ausrasse, schäme ich mich auch ein bisschen. Aber ich stehe trotzdem dazu, dass ich gemacht habe, ne? So, das ist halt so eine Entwicklungssache, aber... Ja, wenn ich von 25 Stunden online gewesen wäre, dann wäre ich links. Können die Videos werden für die 20 Jahre gestrikt. Ja. Aber ich glaube, ihr seid reif. Also ich glaube, die Jugend heute ist ein bisschen reifer durch Internet, durch, weißt du, alles ist ein bisschen so, weiß ich, so alt wie ich wusste gar nicht, was eine Abmahnung ist. Was ich meine, ohne Spaß, das war ja gar nicht so thematisiert, was ich meine. Oder Reactions, sagen wir Reactions seit 2 Jahren. Das heißt, dass die ganze Welt plötzlich jemanden kritisieren kann. Das gab es früher nicht. Aber jetzt ist auch Wissen leichter zugänglich reden. Genau. Also jeder kann sagen, ich gucke jetzt Internet, ich gebe Bücher alle, ich gebe mir einfach Wissen. Früher ging das so. Früher hast du halt eine Zeit, jetzt im Bodybuilding, eine Zeitung gedruckt, da hast du die Muscle Fitness oder Muscle, wie ist sie nochmal? Muscle Fitness? Ne, so hieß sie nicht. Die Flex oder die Muscle and, heißt die Muscle and Fitness? Keiner, ich hab den Namen vergessen. Da wurde einfach abgedruckt, da konntest du Berichte kaufen mit deinen Supplements und schreiben, was sie reinschreiben sollten. Das war das, was du im Spiel geglaubt hast. Gelesen, aha, das wirkt. Und heute kann keine Firma mehr so extrem lügen, weil dann irgendein YouTuber kommt, das aufdeckt. Ja genau, die Welt ist halt viel aufgeklärter. Oder eine Reaction. So, heute kann jeder, auch Idiot, was reacten, seine Meinung sagen. Und früher wurde deine Meinung von ZDF, ARD, den Medien vorgeben, ne? Und dann gab es keine Kontrameinung. Und deswegen, glaube ich, waren wir auch unreflektierter und früher waren auch so die Kommentare auch so, dass die Kommentardichte oder auch die Follower, dass sie so, sag ich mal, versiert sind wie ihr, ist auch gestiegen natürlich, dass du besseres Feedback bekommst. Ne? Also deine Follower schreiben, die sind schon sehr, die Follower sind, außer mit der Abmahnung, sind sehr, die wissen genau, was lustig ist oder nicht, weißt du, meine? Die sind immer dieselben Witze und die checken schon sehr die Realness auch, ne? Dass sie sehr so aus dem Video rausziehen, ob das echt ist oder nicht oder wer gelogen hat und wer nicht. Und ich glaube, früher wurde der Mainstream noch, früher war es halt noch faker so, weil es halt noch gestellter war. Und jetzt gibt es halt mehr echtes Content, wo er immer noch faker ist. So würde ich das einschätzen ungefähr. Ja. Nochmal ergänzend zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, jetzt auch in Anbetracht auch Widersacher und Gegner. Ich denke, dass diese Entwicklung wichtig war, weil du hattest ja, es war ja nichts anderes als Angriffsfläche.
Ja. Wenn du dieses Verhalten noch bis heute beibehalten hättest, hätten die Gegner jetzt, ob es jetzt an die Julian Zito ist oder sonst wer, hätten es viel einfacher mit den Mahnungen und so weiter. Das stimmt. Aber jetzt momentan, so wie es jetzt ist mit dem ganzen zusätzlichen Input, ist es viel, viel schwerer, da ranzukommen. Das stimmt, jetzt, ja. Beziehungsweise selber Erfolg zu haben gegen dich. Du hast recht, ich glaube, das war auch der Grund der Entwicklung. Weil ich glaube nicht, dass ich mich jetzt nur gerne, weil ich älter wurde, sondern natürlich auch geguckt habe, was sind meine Angriffsflächen. Aber ich sage das ehrlich, mit Aggressionen kenne ich seit meiner Kindheit, das sind halt echte Aggressionen. Und das habe ich schon immer jedem gesagt. Das kann Tobi bestätigen, dass ich immer das Problem, mich ruhiger zu kriegen. Und das war auch privat so. Ne? Also ich hatte das schon mal gesagt, ich habe früher im 2-Monats-Takt zu Hause einen Tisch kaputt gemacht, weil man auf den Sack ging. Also ich schwöre, in jedem Beef auch zu Hause ausgerastet und so. Und ich habe immer noch so Ticker mal, aber ich kämpfe halt dagegen, weil es ja auch scheiße ist, ich meine. Ich habe mal die 7 Todsünden durchgelesen, weil ich dachte, ich habe keine. Und dann stand da jetzt und dachte, okay, ich habe doch eine. Ne? Also wirklich jetzt ernsthaft. Ich habe gesagt, die anderen mache ich nicht. Ich habe da eigentlich keine. Also mehr. Und dann habe ich geguckt, dachte ich, okay, jetzt und Wut ist auch eine. Ist ja auch so halt. So, Hass ist ja kacke, weil es fickt dich auch nur selber. Und früher war ich echt so, ich habe Gegner richtig gehasst. Ne? Und dann haben immer Freunde gesagt, wie kannst du die hassen? Die sind, du hast du doch nicht geliebt. Ich sage, ich hasse die einfach abgrundtief. Wie jetzt, wenn ein Zitokal kommt, dann hasse ich den für den Tag. Und nächsten Tag denke ich, okay, voll der arme Spaß. Oh, piepsen, voll der arme Kerl. Nee, weil er ist ja der Otto, der sich nicht zur Wehr. Du musst auch piepsen. Er ist ja der Typ, der sich nicht zur Wehr. Das meine ich, das nervt halt, ne? Du kannst nicht so sagen, aber er ist ja der Typ, der sich nicht zur Wehr, weißt du, was ich mit Klage. Weißt du, meine? Und früher hätte ich mich richtig reingesteigert. Aber ich steige mich halt noch so viel rein, das reicht, um ihn halt zu zersägen, so, weißt du, meine? Aber es stimmt, das ist wahrscheinlich, habe ich eher auch dadurch gelernt, man reflektiert ja, dass mir Leute gesagt haben, ey, dein Ausraster nerven, oder mir Leute online das vorgeworfen haben. Und dann habe ich dran gearbeitet, aber es ist halt wirklich ein Prozess und aber das habe ich schon früher aber auch dabei gesagt. Ich habe immer dabei gesagt, das ist halt mein Ticker. So, ich habe halt so ein gutes Herz, aber ich raste halt irgendwann aus. Und das ist aber wirklich noch wichtig. Früher war es auch so, ich bin immer nur alle 3 Monate in Erscheinung getreten. Ich habe immer das Ende der Story erzählt. Ich habe immer vergessen, auch so ein bisschen zu erzählen, ey, der verarscht mich schon ein Jahr, ich bin jetzt ausgerastet. Bei Tim und Nico habe ich das sehr auf den Punkt gebracht. Ne? Man hat gecheckt, dass das eine längere, oder? Hat man das gecheckt? Ja, er hat sich aufgebaut, so mit der Zeit. Es hat sich aufgebaut. Und früher war es so, hatte ich das auch aufgebaut, aber ich habe einfach 1,5 Stunden einfach nur rausgelassen. Wie du gesagt hast, früher habe ich den einen Punkt, du hast das vorhin gesagt, ne? Auf den einen Punkt. Und diesmal habe ich das auch gelernt, das ist umfassender. Und die Leute haben meine Person noch besser kennengelernt. Ne? Früher haben gedacht, der rastet nur aus. Und jetzt haben die, glaube ich, auch gute Taten von mir gesehen online. Oder meine positive Seite, sage ich mal, weil ich im Video das stilisiere. Und dann nimmt man die negative Seite nicht mehr so übel oder weiß, wo die herkommt. Weißt du, meine? Wie zum Beispiel, das war ein Wolf-Beef so, man hat mich einfach nur ausrasten sehen. Aber man kannte nicht die History dazu. Was ist vorher passiert, nachher, was hat der Wegelauf, hat der das gemacht und so. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu. Ne? Und natürlich auch die Gewohnheit. Aber nochmal, ich glaube, es war wichtig, früher auszurasten, damit Leute wie MyProtein und Biotech trotzdem ein bisschen Angst kriegen und denken, okay, der ist, wie ich gesagt habe, ein bisschen behindert. Und der zieht halt durch. Ne? Weil das, natürlich, Wut ist eine Emotion, die kannst du sehr schlecht vorspielen. Weißt du, meine? Du kannst ja da von Kamera auf Trauer machen und auf Lachen und so, aber so einen Ausraster vorzuspielen, ich glaube, das ist ja, vielleicht kann man das auch, aber keine Ahnung, nicht so einfach, glaube ich, ehrlich gesagt. Das war schon gut auch für die, wie er gesagt hat. Okay, Leute, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht heute. Okay. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren jetzt locker 5, 6, 7 Stunden. Wie lange waren wir unterwegs insgesamt? Halber Tag so. War auf jeden Fall wirklich ein Tag Matthias Clemens. So läuft mein Tagesablauf auf ab, also so der Hälfte meines Tages. Einzige, was wir nicht gemacht haben, wir haben keinen Döner heute gegessen. Leider, wollten wir noch machen, aber war zu spät. Ansonsten, wenn ihr weiblich seid, folgt den Jungs oder so. Wenn ihr männlich seid, folgt den Jungs auch. Nein, Spaß. Okay, damit verabschiedet euch einfach. Alle einmal tschüss in die Kamera. Danke Moritz, danke Tobi, danke Karim. Danke an euch, dass ihr hier wart. Hat Spaß gemacht. Danke Matthias. Für die Einladung. Gerne, gerne. Sehr schön heute. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Schöne Nachtsession gemacht hier. Ja. Ich glaube, der Akku wird auch leer. Wir gehen noch runter auf Lager. Peace, Leute.